Jo Leute, willkommen zurück zu Dungeon Defenders 2. Wie ihr seht, es gibt einen neuen Char. Ich werde aber dieses Mal kein Gameplay-Video zu dem zeigen, weil ich es einfach total verpeilt habe, dass das wirklich ein neuer Char ist. Ich habe es wirklich überhaupt nicht mitbekommen. Dementsprechend, sorry, es wird irgendwann mal davon ein Gameplay-Video geben, aber ich habe sie erst auf 27, weil ich dachte, als nächstes kommt der Barbar. Und das wusste ich halt echt nicht. So, das ist natürlich super, dass die einfach mal die Runde starten. Wir befinden uns in NM2. Achso, Moment. Ah, das ist fürs Warm-up. Stimmt, das habe ich komplett vergessen. Das gibt es jetzt, dass man erstmal das Warm-up machen muss. Also das Warm-up beenden muss. Das heißt, bevor die Truhen hier aktiv werden, muss man erstmal das Warm-up beenden. Warum auch immer. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber das ist jetzt so deren Art. Also, naja, wie auch immer. Wurscht. Gut, wir spielen die Betsy Map. Da hat jemand gefragt, ob man ihm helfen könnte. Nein. I will give you Gems, okay. Ob man ihm helfen kann mit dem Bogen, den ich ja auch besitze. Und da er hier leider nur 300 Item Power hat, geht er natürlich noch auf NM2. Guys, how I can evolve my pets. With him to get hearts and feed him for power. So, also was er meint, sind halt hier diese Viecher. Dieser Blitz, den könnt ihr machen, wenn ihr bei der Hatchery, ist es glaube ich. Ne, Hatchery, da werden sie ausgebrütet. Das ist daneben. Ich weiß gar nicht, wie es richtig, wie es heißt. Da könnt ihr euer Viech füttern. Es gibt also diese Energie, diese Blitze. Die müssen einmal voll sein. Und die Herzen, die bekommt ihr dadurch, dass ihr einfach mit dem Pet spielt. Also wenn ihr es ausgerüstet habt, spielt ihr damit. Und dadurch kriegt ihr Herzen. Und wenn alle beide voll sind, braucht ihr 10.000 Gold und ein gewisses Item, dann bekommt ihr oder dann könnt ihr euer Pet weiterentwickeln. Also ich glaube, das erste Level muss 15 Energie, 15 Herzen haben, das zweite sind 45, 45 und das dritte sind 60, 60. So, und je nachdem, wie weit ihr es hochtrainiert habt, wird es halt stärker dadurch. Also die Werte, die es steigert, werden dadurch enorm gesteigert. Also am Anfang hat das irgendwo so um die 50 in den Werten und am Ende kann das bis zu 700, habe ich glaube ich mal gesehen gehabt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und die werden halt auch vom Angriff relativ stark. Also ich kenne Leute, die haben nicht so eine DPS wie eins meiner Viecher. Gut, das ist aber auch extra darauf gezogen, dass es stark ist. Dass es wirklich Schaden dienen kann. Juhu, hallo! Ich habe auch einen Falkenbogen. Na, 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 so, da liegt noch ein grüner Kristall. Die 10 Mana sollten wir mal. Wo ist der andere eigentlich hin? Also, wie gesagt, sollte man auf jeden Fall tun. Und sollte man echt nicht unterschätzen, diesen Bonus. Also das ist ein Bonus, den ganz, ganz viele vergessen, wo die sagen, auch Pet, es ist ja eh nur eher optisch, als da großartig was zu machen. Nein, ist es nicht. Das macht wirklich eine ganze Menge aus. Eine ganze Menge. Deswegen, seht zu, dass ihr das da wirklich irgendwie hinkriegt. Da die Viecher zumindest auf die dritte Stufe zu kriegen.
So, das ist ein Problem. Man darf die Dinger nicht direkt an die Eier stellen. Weil, ihr seht's, 1035, 2435. Das ist einfach Blödsinn. Die Map, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gespielt habe in einem Gameplay, ist die Betsy-Map. Einfach, weil hier der Boss ist Betsy. Und das ist ein großer Drache. Ich glaube, den habe ich schon mal gezeigt in einem der Videos. Und die ist leider nicht so gut drauf, weil wir irgendwie ihre Eier entführt haben oder so. Ich kann mich an die Story kaum noch erinnern. Auf jeden Fall sind diese lustigen lila Dinger hier verfluchte Felder und da dürfen wir nicht drauf bauen. Ich glaube, wir selber werden auch verflucht, wenn wir drauf stehen. Dann machen wir, glaube ich, auch weniger Schaden und kriegen dafür aber auch mehr Schaden. Also es ist nie gut, auf den Dingern drauf zu stehen und auch auf jeden Fall nicht drauf zu bauen. So, er dürfte sich aber gerne beeilen. Vor allem, weil das auch ziemlich schwierig wird mit dem, was er hier baut. Ich glaube, ich werde hier definitiv das ein oder andere Mal. Also, ich würde es halt wirklich komplett anders bauen. Ich würde. Okay. 40 Mana. Hast du noch? Gut. Vor allem hat er den mit dem gebaut? Weil das ist kein Purge Evil Stab. Dann haben wir nämlich hier wirklich ein klitzekleines Problemchen. Dann weiß er nämlich nicht, wofür die Dinger gut sind. So, ihr seht schon, der Drache immer schön über uns. Und ich darf jetzt erstmal hier Schadensbeseitigung betreiben. Okay, nein, das wird nichts. Das wird absolut nichts. Das wird absolut nichts. Selbst wenn ich daneben stehe, kriege ich die nicht schnell genug weg. So, ich würde sagen, einen kurzen Cut und ich bin gleich wieder da. Wenn wir die Runde dann wieder gestartet haben. Bis gleich. So, Leute, und nach dem kurzen Cut geht's direkt weiter mit der gleichen Map, aber einem anderen Typen. Weil jetzt ist der andere wieder raus. Was weiß ich warum. War aber kurz vor fertig mit dem Bauen. Und dann ist halt der hier reingejoint und der sucht halt jetzt den Stab. Und da habe ich gesagt, ja gut, machst du halt den Stab fertig. Also hier für den Zauberer nimmt er den Stab. So, wir haben hier eigentlich ein relativ safe Bild. So, erste Welle ist ja sowieso für die Katz. Und ihr seht, da kommen auch Aiko, aha. Da kommen sowieso jetzt auch noch ein paar Leute noch dazu, denke ich. Das heißt, wir werden hier nicht alleine bleiben, denke ich. Und trust me, I am Otaku. Aha. Okay. Dann vertrauen wir Otaku. So. Bild besteht eigentlich größtenteils daraus, hier ganz viele Archers hinklatschen, einmal die Boost-Aura dahin, das gleiche hier drüben, dann überall die Serenity-Auras hinhauen, mit Purge Evil.
Hier hinten hat man ganz oft mal Probleme. Da empfiehlt sich dann also wirklich was dagegen zu tun, egal was ihr da macht, ob ihr da hier nochmal so eine Poison-Dart-Tower-Reihe hinsetzt mit einer Wall oder so einem Schwachsinn. Irgendwas müsst ihr halt nochmal da hinsetzen oder solltet ihr da hinsetzen. Ich persönlich finde es am besten, wenn man da eine Reihe an Pylonen hinstellt. So, was die da hinten sollen, werdet ihr erst in der fünften Runde erkennen, weil erst da werden die wirklich interessant. So, ich hoffe, ich sag's gleich trotzdem nochmal. This is what a car looks like. Hä? Wie so ein Auto. Nee, 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 nee. So, den Witz mit dem Car habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Da kann man im Übrigen leider noch nicht drauf fliegen. Das habe ich schon ausprobiert. Mehr als einmal. So. Der Griblock ist down. Jetzt fehlt noch der Quibli. Wo ist der Quibli? Da hinten ist der Quibli. Dich grillen wir jetzt auch mal eben. Oh mein Gott, nein, er ist durchgebrochen. Oh mein Gott, er ist durchgebrochen. Tot. So. Nein, also das ist wirklich ein Bild, der relativ safe ist. Wo ich eigentlich selten mit Probleme habe. Also der ist ausgelegt für NM4, wobei ich sagen muss, bei NM4 wird nach der vierten Runde immer noch schnell was umgestellt. Da wird nämlich das hier und das hier wird rausgenommen. Hier werden ein paar Archer verkauft und die werden dann da hinten aufgebaut. Also es ist dann eine aktive Umstrukturierung. Ist halt so. Also anders funktioniert es sonst leider nicht. Aber ganz ehrlich, ich brauch hier vorne nichts und dann geht's in der fünften Runde zügiger. So, weil Betsy haut mir sonst hier alle Archer instant weg. Die hat nämlich einen Feuerspuckatem und der haut dann einfach mal alle Archer weg. Da ich auf Low Life Archer spiele, also mit 13k ist das halt, sind die instant weg. Welche Katze? Es ist wirklich so. Also, das habe ich das erste Mal auch nicht gewusst. Bin da hingerannt. Da haben sie alle dann noch geschrieben: Nein, 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 nein. Ich habe nicht gecheckt, was nein. Und bin drauf gegangen. Wir sind da wirklich in der fünften Runde verreckt. Und das war damals eine sehr tolerante Gruppe. Sie hatten es aber auch vorher nicht geschrieben. Und es war wirklich mein erster Run da. Und da haben sie mir das dann erklärt gehabt.
da einfach von den. Ich glaube, ich habe sogar schon mal die das Level hier schon mal gezeigt. Ja, komm. Scheiß auf den Ogre. So. Irgendwo. Ja, das sind auf jeden Fall noch welche bei, die auf 3 müssen. Und dementsprechend. Es gibt inzwischen im Übrigen ein Intro zu Dungeon Defenders. Also eine Einleitungsstory, die eigentlich gut gemacht ist, aber sich wahrscheinlich kein Schwein angucken wird. Also ich habe sie mir angeguckt, aber ich werde wahrscheinlich einer der wenigen sein. Also ich dürfte wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen sein. Sie ist aber schön gemacht, also muss man wirklich sagen. Wirklich so ein nettes, kleines. Boah, Ding ist das geworden. Ich persönlich. Ja, hör mal auf jetzt. Ich persönlich finde, sowas sollte immer honoriert werden. Also, wenn ihr es spielt jetzt wieder, schaut es euch mal ruhig an. Es ist wirklich eine schöne Story geworden. Und da fließt ja auch Arbeit rein und ich finde sowas immer eigentlich ziemlich cool. Da kommt Action. Action, Action, super krasse Mega-Action. Nee, 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 nee. So. Ach, ja. Ich weiß, es ist möglich, da oben drauf zu kommen. Geht das nur mit der Gunwitch? Ich möchte das jetzt ausprobieren, ob das auch irgendwie mit dem. Ha, geht. Wie weit kommen wir da wohl hoch? Okay, hier kommen wir auch noch hoch. Aha. Ich glaube, der ist ein bisschen höher. Nein. Ha. Hat geklappt. Ja. Also wie ihr seht, selbst ohne mein Zutun hier passiert hier nichts. So, wir schießen mal so ein bisschen darunter. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, ist nicht so tragisch. Trotzdem muss, wollte ich jetzt mal gucken. Nicht, dass dann doch was passiert. Wow, ist das Ding schlecht, ey. Ist wieder nur Futter. Ist wieder nur Futter. Jetzt blockiert sie nämlich die beiden äußeren Wege. Die vorderen Wege sind jetzt blockiert, aber dafür könnten wir jetzt da hochlaufen. Was wir hoffentlich nicht tun. Also wir werden hoffentlich alle hier stehen bleiben und werden einfach hier chillen. Bitte, bitte, bitte. Bitte, Mage, komm her. Komm her.
Alter, ey. Alter, nein. Wir sterben jetzt. Passt auf. Jetzt. Danke. Sowas sollte man echt einfach wegen Dummheit bannen. Das gibt es einfach nicht, wie blöd manche Leute einfach sind. Also von mir aus, wir kicken den jetzt. Schade. Weil hätte der andere Mage darauf gedrückt, dass wir ihn kicken, hätte ich den anderen Mage auch noch gekickt. So. Die beiden sind wirklich Idioten. Das macht man nicht ganz einfach. Ihr seht's. Das war einfach dumm. Dadurch haben sie den Feueratem getriggert und dadurch haben wir hier die ganzen Archer verloren. Das kann auf NM4, also auf NM4 bedeutet das tot. In dem Augenblick seid ihr tot. Sobald da einer steht und den Feueratem triggert, seid ihr tot, weil Betsy nicht so schnell down geht wie jetzt hier halt. Und hier dann die ganzen Wellen durchkommen und dann ist Sense. So. Ja, sind sie. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dungeon Defenders. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.